Die Polizei hat am Samstag, den 26. September, eine rechtsextreme Kampfsportveranstaltung in Magdeburg mittels einer Verbotsverfügung untersagt. Auf dem Gelände eines Motorradclubs in der Niegripper Straße in Magdeburg-Rotensee trafen sich rund 90 Teilnehmer und Besucher aus 10 Bundesländern. Beim Eintreffen von Polizeikräften waren bereits eine entsprechende Boxringanlage sowie weiteres Equipment auf dem Clubgelände aufgebaut. Festgestellte Plakate wiesen die Veranstaltung als Kampf der Nibelungen aus. Vor Ort erfolgte ein entsprechender T-Shirt-Verkauf. Der Boxring selbst wurde nach erfolgtem Abbau vor Ort durch die Polizei sichergestellt. Die anwesenden Personen kamen den Anweisungen der Polizei nach. Sie verließen den geplanten Veranstaltungsort. Die Polizei hatte zur Bewältigung der Lage rund 140 Beamte der Polizeiinspektion Magdeburg und der Landesbereitschaftspolizei im Einsatz.